wenn man sagt Schloss und schaut hier auf diesen Turm und das mächtige Gebäude, dann muss man sagen, das ist doch kein Schloss, das ist eine Burg. Herzog Ludwig der Strenge gründet im Jahr 1257 an der Kreuzung der Handelsstraßen Augsburg-München und Augsburg-Ingolstadt eine Grenzfeste. Über 300 Jahre kann diese Burg nicht eingenommen werden, weil sie auf einer Anhöhe liegt und von einem tiefen Graben umgeben ist. Eine Residenz war das Wittelsbacher Schloss, wie es heute auch gerne genannt wird, nie. Es zählt zu den größten Schlössern im Wittelsbacher Land und zu den wenigen, die öffentlich zugänglich sind. Im 16. Jahrhundert sorgt Christina von Lothringen dafür, dass das Schloss aus seinem Schattendasein geholt wird. Sie hat es fertiggebracht, aus diesem Schloss ein Renaissance-Fürstenschloss zu machen. Wobei natürlich die Patrizier beigetragen haben, die gerne zu ihr gekommen sind, auf die Feste, die sie veranstaltet hat. Sie hat ja den Ruf gehabt, dass sie eine Modefürstin war. Nun, sie war ja Witwe des lothringischen Herzogs und war natürlich stark beeinflusst von der französischen Mode. Das alles hat sie mitgebracht und war also bewundert von den Augsburgern. Die sind nach Friedberg gekommen. Ein Kupferstich zeigt Friedberg und das Schloss um das Jahr 1700. Nach der letzten Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg ist das der Zustand, der bis heute erhalten ist. Einige ältere Teile gehen jedoch auf das 16. Jahrhundert zurück, wie der alte Gewölbekeller oder auch Teile des Turmes. Seit 1891 ist das Friedberger Heimatmuseum im Schloss untergebracht, das sich vor allem auf das Sammeln der wertvollen Friedberger Uhren und Fayencen spezialisiert hat. Also die Uhren, das ist eigentlich jede irgendwie sehenswert, aber was natürlich sicher auffällt, wenn man in unsere kleine Schatzkammer eintritt, das sind die Kutschenuhren, quasi größere Taschenuhren, die die Friedberger Uhrmacher auch als Meisterstück fertigen mussten. Und die sind einfach wunderbar gemacht, also man muss sich das anschauen, wie fein die gearbeitet sind. Und es gibt so kleine Details, beispielsweise gibt es den Uhrmacher Josef Spiegel, der rückwärts signiert hat, also rückwärts gelesen, den Namen heißt es Leger. Dahinter hat er auch nicht Friedberg geschrieben, sondern London, einfach um sich das internationaler zu machen, um die Uhr besser verkaufen zu können. Eine Besonderheit ist die historische Marienapotheke aus der Biedermeierzeit. Die historische Apotheke war ursprünglich am Marienplatz 4 in Friedberg untergebracht. Es gab eine Vorgängerapotheke, eine barocke aus dem Kloster Tegernsee. Die hat man dann aber, weil sie damals im 19. Jahrhundert auch nicht mehr modern war, höchstwahrscheinlich entsorgt und dann eine Biedermeier-Apotheke sich gekauft. Die war dann auch irgendwann nicht mehr modern und so kam sie dann ins Museum. Neben der ständigen Ausstellung finden im Rittersaal regelmäßig viel beachtete Sonderausstellungen sowie Lesungen oder Konzerte statt. Um das Museum fit für die nächsten Jahrzehnte zu machen, sind nun umfangreiche Sanierungs- und Umbaumaßnahmen geplant. Zur Neukonzeption muss man sagen, dass ich ganz gerne wieder einen schönen Rundgang herstellen möchte, der leider momentan nicht mehr existiert. Geplant ist, dass man ausgeht von der Stadtgeschichte und die dann vertieft in den Schwerpunkten Wirtschaft, also das wäre dann Fayencen, Uhren, Religion und auch zeitgenössische Kunst. Und da kommt man eben auf einen Aspekt zu sprechen, der momentan nicht zu sehen ist, die Friedberger zeitgenössische Kunst. Im ehemaligen Depot im Dachgeschoss soll ein Veranstaltungssaal für bis zu 400 Besucher eingerichtet werden. Der Beginn der Umbauarbeiten ist jedoch noch offen, sodass sich die Friedberger zunächst auf die kommende Weihnachtsausstellung freuen können. Jetzt im November eröffnen wir wieder eine ganz andere Ausstellung, nämlich zum Thema Bilderbuchillustrationen mit zauberhaften Illustrationen. Und deswegen heißt die Ausstellung auch zauberhaft.